Aloha und guten Abend, liebe Spieleflut-Surfer, liebe Spieleflut-Stream-Gucker. Dreamsurfer? Du wolltest dich schon melden? Nein, ich bin weg. Achso, willkommen zurück hier zum The Division Feierabend-Stream. Und ihr habt sie auch schon gehört, die heute etwas omahafte Nashira ist auch wieder da. Wieso Weiß Omaha? ich nicht. Omaha. Omaha Beach oder so. Muss schnell meine Frisur wieder richten oder so, ich weiß es nicht. Ja. Also, guten Abend, hallo zusammen. Hallo. Heute ist Dienstag, der 15. März. Zumindest wenn ihr jetzt live den Stream schaut. Falls ihr die Aufzeichnung auf YouTube seht, ist ein anderes Datum. Irgendeins, wann auch immer das Video kommt. Und wir werden jetzt euch heute nochmal mit ein paar Stunden in The Division beglücken. Zumindest versuchen wir das mit dem Beglücken. Yay! Die Nashira ist meistens ganz gut im Beglücken. Ich Von wollte obdachlosen Kindern. das. Ja, du bist doch so sozial und großherzig und verschenkst dein Hab und Gut. Okay, das stimmt, ja. Ja, ich war etwas irritiert, als du gesagt hast, beglücken von Obdachlosen. Da habe ich mich schon ein bisschen seltsam gefühlt. Und ich habe übrigens die perfekte Anrede. Liebe Spieleflutsurfer, die mit dem Stream schwimmen. Ja, das finde ich Weißt gut. du? Ja, in der Tat. Weißt du? Oh, okay, ich habe meine schlauen 5 Minuten gehabt. Ich bin durch für heute. Hier auf der Streamwelle surfen sozusagen. Genau. Ich habe beim Belohnungshändler neue Belohnung freigeschaltet. Da werde ich einmal kurz reinschauen. Oder besser gesagt, ich werde nicht nur reinschauen, ich werde es mir auch abholen. Okay, von diesem Gewehr, da rede ich jetzt nicht von, aber es ist in Ordnung. Ich zwitscher derweil mal Das ist wieder. eigentlich das, was ich meinte. Zwitscher du, so viel du zwitschern kannst. Ach, unter Resources steht das alles. Ich habe es nämlich schon gesucht. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Unter Resources steht's. Zack, die Granaten. Ach, ich habe keinen Platz im Inventar. No. Verstehe, weil die Granaten voll sind. Und Medkits sind auch voll. Sind alle Granaten voll? Ja, alle Granatenplätze sind voll. Gut. So. Come on back next time. Einmal kurz von ihm weg. Dann ins Inventar. Das Ganze kurz einmal ausrüsten. Ah, mein Arm juckt so sehr. Soll ich einmal kratzen? Nein, ich habe gerade schon gekratzt, aber vielen. Au! Hey, das ist Aua! ja au. Ja, au heißt au. Ich habe dich nur gestreichelt. Naja, das. Mit meinen Okay, wenn. Fingernägeln. Ja, was war. Aber gestreichelt. Wenn du so jemanden streichelst, ne? Dann braucht er auch nicht mehr gefoltert zu werden. Ja, aber es ist halt Mein so. Lieber. Es ist so, was soll ich denn tun und machen? Was Nettes sagen? Hab ich doch. Wann? Gerade eben. Was? Na das? Nee. Na doch? Du hast gesagt, ich folte Leute. Das ist nicht nett. Es ist aber nah dran. Also, so, Fast. A for effort, mein lieber Amano. zumindest A for effort. vom Gefühl her ist das schon so. Ja, vom Gefühl her ist vieles bei mir. Was denn? Was ist denn vieles? Dies und das. Kannst du das ein bisschen präzisieren? Ich kann. Würdest du es auch tun? Nein. Das finde ich aber nicht schön, wenn ich ehrlich bin. Tja, das tja, ist so. So, guck mal, wir haben jetzt die erste Waffe, die voller Mods ist. Wir haben nämlich jetzt eine Farbe noch mit drauf. Uiuiui. Ein Schneewaffenskin. So heißt das Nice. zumindest. Habe ich den jetzt auf die falsche Waffe gepackt? Ich hoffe mal nicht. Nö. Das Sniper Rifle hier sieht immer noch sehr braun aus. Also wird es schon gepasst haben. Schön holzig. Ich kann, ja, holzig ist auch interessant. Okay. So Aber ja, holzig. Ja. Vielleicht verschießen wir auch Holzkügelchen. Wer weiß, vielleicht verschießt du Holzbriketts, so wie zu Hause auch immer. Magst du sowohl mir als auch den Zuschauern einmal kurz erklären, inwiefern ich Briketts Nein, das behalte ich lieber für Ich wollte gerade mich. sagen, das klingt ein bisschen. Das ist schon für mich verstörend genug, das muss niemand Guck mal, die anderes Waffe sieht ganz wissen. gut aus vom Skin her, ne? Ja, die gefällt mir. So, was wollten wir eigentlich machen? Ich glaube, wir waren noch nicht damit fertig hier in. Ach, wir sollen mal gucken, ob wir in Pensa in Chelsea jetzt hier dieses Echo holen können. Nee, ne? Ne, ich glaube, nein. Ich habe Das keine Ahnung. ging das letzte Mal so böse schief. Wegen dem. Weißt du was, wir kamen noch nicht ins Haus rein. Ach ja, ich Und. erinnere mich. Ja, Genau, ja. genau. Und ich glaube, jetzt das nochmal zu versuchen, ist nicht so die schlauste Idee. Ich würde nämlich mal behaupten, dass es wieder nicht geht.
Ich würde sagen, wir bleiben hier im Pennsylvania Plaza, Level 3 bis 5. Wir sind nämlich Level 9. Von daher passt das alles. Und werden erstmal hier im Pennsylvania Plaza. Ah, das ist das Weiße hier. Das ist schon wieder Hudson Yards. Okay, also Pennsylvania Plaza. Alles einsammeln, was es einzusammeln gilt. Ich würde sagen, ich fange hier oben an. Jo, oben nach unten. Arbeite mich im Uhrzeigersinn durch, sozusagen. Und dann verschwinde ich. Wo verschwinde ich dann hin? Hudson Yards könnte ich machen. Garment District ist beides 5 bis 9. Tenderloin ist noch zu hoch. Ach, guck mal, hier haben wir schon die erste Dark Zone. Level 10 bis 12. Mhm. Aha. Bald kannst du rein. Genau, bald kann ich rein. Hell's Kitchen. Gut, so, also dann. Pennsylvania Plaza. Wir holen uns erstmal hier die Waffenteile. Habe ich auch die richtige Waffe ausgerüstet? Ja, gut. Dann geht's weiter. Wir folgen mal unserem GPS. Und ich muss als erstes wieder die Maus langsamer stellen. Sonst geht das einfach nicht. Wenn ich die Maus so schnell habe, wie ich sie sonst habe, wenn ich auf dem Desktop irgendwie was machen will, dann geht das hier einfach nur wild. Ich brauche sie dann nur quasi einmal die Maus anhusten und schon drehe ich mich einmal im Kreis. Was denn? Das wäre lustig. Weil ich die Maus anhuste und mich im Kreis drehe, oder beides? Ja. Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Just passing through. Coming through, coming through. Schon wieder ein paar Tage her, als ich gespielt habe. Ich musste mich kurz mal erinnern, ob ich denn die Steuerung noch kann. Ja, kann ich. Was war das für ein Geräusch? Das war das Geräusch, dass mein Skill wieder aufgeladen ist. Ja. Ich glaube, das ist wie Fahrradfahren. Das verlernst du nicht. Oh, der... Warum liegt er so auf dem Boden? Weil er tot ist und sie betrauert ihn gerade. Wie man hört. Deswegen weint sie, okay. Vielleicht ist es ja ihr Ehemann. Vielleicht ist sie auch einfach nur geschockt von der ganzen Brutalität und der ganzen Gewalt hier. Nimm sie doch einfach mal in den Arm. Wie soll ich das machen? Ich habe ein Scharfschützengewehr in der Hand. Ich habe mal gelesen, man könnte versuchen, so trickmäßig, wegzustecken. Es geht nicht. Nichts mache ich. Ich bewege mich einfach und es läuft doch nicht für Ängste. Siehst du das? Ja. Das ist schon wieder das, was mich stört. Aber ich habe es ja schon so oft angesprochen. Ich werde jetzt einfach nicht weiter darauf eingehen. Ja, es ist zu viel. Ich wollte gerade sagen, ihr seht mir doch hier nach ganz fiese Jungs aus. Die ganz bösen Buben. Oh, ich habe mein Achievement. Töte ein Feind mit jeder Waffe, die es im Spiel gibt. Yeah. Funktioniert, würde ich sagen. Ja, das Sniper Rifle haut ganz gut rein, würde ich sagen. Nein, nicht getroffen. Hallo! Das muss ich gleich mal treffen. Was jetzt? Achievement unlocked. Mit jeder Waffe des Spiels einmal eine Person getötet. Oder einmal ihr einen getötet halt. Genau. Mhm. So, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das jetzt schon der Fall sein wird. Ich hatte gedacht, ich müsste noch ein paar Waffen mehr ausprobieren. Aber nein, scheinbar waren das alle. Ich fand es aber irgendwie gar nicht so super mit dem Sniper. Ja, klar, für einen Angriff, für den ersten. Ich höre eine Drohne. Wo ist sie denn? Ich weiß es nicht. Da oben. Hörst du sie nicht? Doch, doch. Entschuldigung, da ist mir gerne rausgerutscht. Doch, ich habe es gehört, aber ich hätte nicht einordnen können, dass das eine Drohne ist. Wenn ich ehrlich bin. Ach, du kannst das Geräusch noch nicht? Nie. So, wie kriege ich hier denn am besten da runter? So vielleicht. Vielleicht. Könnte eine Drohne Nummer 2. Okay, als nächstes gehen wir hier hin, holen den Stoff. Also was soll ich sagen? Das Sniper Rifle war auf jeden Fall super effektiv, aber ich fand es dann doch im Kampf gegen mehrere Personen gleichzeitig gerade ein bisschen ineffizient. Ich denke also, ich werde da so machen, dass ich... Was machst du denn hier? Ich denke, ich werde da so machen, dass ich mit dem Sniper Rifle anfangen werde. Mhm. Ich muss ein bisschen näher ans Mikro rutschen hier, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin ewig weit weg. Dass ich mit dem Sniper Rifle anfangen werde und dann ganz schnell auf Sturmgewehr wechsel, wenn die Leute mir alle so nahe kommen, beziehungsweise anfangen, wie wild rumzurennen. Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan, wenn du das finde ich auch, wenn ich ehrlich bin, ja genau. Boom, machen wir das. Haben wir schon Zuschauer?
Nein. Gerade noch nicht. Nein, wir sind ganz alleine. Ja, ich weiß es nicht. Da unten steht halt zwei. Eins davon bin ich und... Das andere bin ich. Okay, dann nein. Dann bleibt's bei nein. Keine Zuschauer, niemand da, niemand schaut uns zu. Buhu! The answer, my friend, is no in the wind. The answer is no in the wind. Wo sind sie denn hier, die Zuschauer, und wo sind die Stoffe? Wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn hin? Jetzt hast du ja auch tatsächlich diesen Spruch noch von mir mitgenommen. Den kannte ich schon vor dir. Nein, nein, nein. Doch, 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 leider schon. Also angeblich, ach da! Und sagen, angeblich stehe ich direkt davor. Und ich tue es auch. Stimmt sogar. Oh, Mensch, was bin ich müde. Ich wollte sagen, was gähnst denn hier so rum? Das ist doch noch nicht mal 7 Uhr. Hatte, glaube ich, noch nicht genügend Kaffee heute. Hä? Wo habe ich denn hier jetzt irgendwelche Bösewichte? Weil auf der Minimap stand es gerade schon als rot. Aber ich sehe es gerade nicht. Erstmal sind wir hier jetzt fertig. Das heißt, wir laufen hier zum Echo. Das sollte der nächste Schritt sein. Aber ich würde hier die bösen Jungs nochmal ganz gerne kurz mitnehmen. Von wegen, hier komme ich nicht durch. Dann machen wir es vielleicht von hier. Wo ein Wille, da ein Weg. Meine Lieben! Zu früh geschossen. Nicht zu früh gefreut, zu früh geschossen. Yep, in der Tat. Ach, schon wieder das Magazin leer. Und den habe ich noch nicht. Das geht ja schnell. Der fällt aber nicht um hier. Hält mir ganz schön viel aus gerade. Ja, das Gefühl habe ich auch. Was, von wo kommt denn da noch einer? Von rechts, von hinten oder so? Oh. Hätte ich doch einfach geguckt. So, wo war jetzt einer? Ich habe mir noch schießen gehört. Ah, da hinten kommen sie an. Ach da, guck an. Let's see how you like that, wollte er sagen. Nicht also so geil, wenn ich reinzoome mit dem Sniper Rifle, ist jetzt gerade tatsächlich meine Maus zu langsam. Ansonsten ist sie genau passend, aber reingezoomt ist sie mir zu langsam. Kannst du das nicht vielleicht auch irgendwie separat im Spiel einstellen? Du meinst, dass wenn ich reinzoome, die Maus langsamer ist? Ja, du konntest doch auch Kampfgeschwindigkeit irgendwie separat einstellen. Vielleicht geht das ja auch. Kampfgeschwindigkeit konnte ich separat einstellen? Was meinst du? Du konntest irgendwo irgendeine Mausgeschwindigkeit in irgendeiner Situation separat einstellen. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, das stimmt. Also hier im Menü ist hier zum Beispiel unglaublich langsam. Wo könnte das denn gestanden haben? User Interface vielleicht? Nee, da warst du gerade schon. Controls warst. Natürlich. Aim Sensitivity. Ja, aber... Lock Sensitivity. When zoomed in. Ja, aber... wenn ich dann... Ja. Ich weiß nicht. Also für die Sturmgewehre würde ich das ganz gerne so lassen. Okay. War nur eine Idee. Ja, die Idee ist ja auch super. Also die Idee ist genau richtig. Nur schau mal, wenn ich jetzt in das Sturmgewehr reinzoome, ist es ja so. Siehst du, wie schnell ich hier bin? Ja. Wenn ich das jetzt noch schneller mache, ist halt blöd. Ja, stimmt. Wenn ich aber das Sniper Rifle nehme, geht das so auch. Aber ich will ja wirklich mit dem Zielfernrohr zoomen. Und siehst du, wie langsam ich hier gerade bin, obwohl ich die Maus über das komplette Mauspad bewege? Ja. Na, so, wenn ich das jetzt schneller stellen würde, dann wäre es wahrscheinlich hier schneller, aber... Die anderen Sachen wären auch genauso schnell. Das hier wird dann wahrscheinlich so gehen. Ja. Da kann ich ja gar nicht mehr treffen. Jo, da hast du recht. Deswegen lasse ich das lieber. Nee, das stimmt. Das, nachvollziehbar? Das auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Das war mir auch gar nicht klar, dass das so ein Unterschied ist. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, dafür weiß es halt jetzt. Oh, ich fühle mich so schlau und erleuchtet. So erleuchtet wie das Echo hier. Richtig. Aha. Ich glaube nicht, dass du nur eine kleine Erkältung hast. Nein. Meinst du? Ja. Nee, sieht eher wieder auch nach Pocken aus. Auch bei ihm hier. Das ist nicht so geil. Mark Powell. Und sie war? Randy? Oh, Civilian in Need.